Ich hatte das letzte Video ja mit einer offenen Frage beendet. Wir hatten ja hier um irgendein Objekt gehabt mit einer Masse von 1 Kilogramm. Und wir hatten gesagt, dass wir das irgendwie hochgehoben haben auf eine Höhe von 100 Meter. Und hier unten war der Boden. Hier unten war der Boden. Dann hatten wir ja ausgerechnet, dass seine potenzielle Energie da oben, können wir nochmal machen, seine potenzielle Energie da oben ist genauso groß wie die Fallbeschleunigung, oder machen wir es in der gleichen Reihenfolge, wie seine Masse, also 1 Kilogramm, mal die Fallbeschleunigung, 9,8 Meter durch Quadratsekunde, mal seine Höhe, also 100 Meter. Waren dann also 980 Joule. 980 Joule. So, und die Frage war ja, was passiert denn jetzt, wenn der Block hier wieder runterfällt? Dann landet er fällt natürlich gerade runter, aber ich wollte jetzt hier nicht, obwohl. Machen wir es ruhig gerade. Also er fällt natürlich gerade runter. Und landet dann hier unten auf dem Boden. Und hier unten auf dem Boden, wenn wir da seine potenzielle Energie nochmal berechnen wollen würden, dann wäre ja die Höhe 0. Damit wäre seine ganze potenzielle Energie auch 0. Das heißt, hier unten hat er eine potenzielle Energie von 0 Joule. Aber irgendwie kannst du ja jetzt sagen, das passt ja irgendwie nicht. Wir haben doch im letzten Video auch gesagt, dass Energie nicht verloren gehen kann. Also Energie kann ja nur umgewandelt werden. Man kann sie nicht erschaffen und nicht zerstören. Aber das passt ja irgendwie nicht. Wir hatten ja eben noch 980 Joule und jetzt haben wir halt 0 Joule. Da fehlen uns ja irgendwie 980 Joule. Wo sind die denn hin? Und die sind halt wirklich umgewandelt worden. Und zwar in unserem Fall in kinetische Energie. Also wir gehen wieder davon aus, wir haben keinen Luftwiderstand und nichts. Das heißt, dass da wir hier unten keine Energie mehr haben, ist unsere komplette Energie umgewandelt worden und zwar in kinetische Energie. Also wissen wir, dass unsere kinetische Energie, wenn wir da unten an dem Boden angekommen sind, ist also genauso groß wie unsere potenzielle Energie hier oben war, weil wir die komplett umgewandelt haben. Also ist die genauso groß wie 980 Joule. Und damit können wir auch seine Geschwindigkeit ausrechnen, wenn er jetzt hier unten am Boden angekommen ist. Weil wir wissen ja, dass wir die kinetische Energie berechnen können mit 1/2 Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Wie gesagt, eine wichtige Formel, die solltest du dir auf jeden Fall merken. Und wenn wir jetzt hier einfach mal durch die Masse teilen, also wir teilen, ich schreibe es mal hin, wir teilen durch 1 Kilogramm, auch wenn das ja eigentlich unnötig ist, aber ich schreibe es mal einmal mit hin. Und wir rechnen nochmal 2, dann wissen wir, dass V zum Quadrat das gleiche ist wie 980 mal 2. Das sind 1,960 Joule. Und Joule sind es ja nicht mehr, weil wir teilen ja durch Kilogramm. Also ist es ja nicht mehr Kilogramm Meter pro. Eigentlich wäre es ja Kilogramm Meter zum Quadrat durch Sekunde zum Quadrat und Kilogramm fällt weg. Also Meter zum Quadrat durch Sekunde zum Quadrat. Macht auch Sinn, weil wir wollen ja jetzt noch die Wurzel ziehen. Das heißt, dann machen wir es lieber darunter. Sonst ist das nachher verwirrend. Das heißt, die Geschwindigkeit ist genauso groß wie die Wurzel aus dieser Zahl, die wir da haben. Und die Wurzel aus 1160, die zweite Wurzel, ist 44,27. 44,27 Meter pro Sekunde. So, jetzt könntest du natürlich sagen, ja, okay, das ist ja schön, dass wir das so ausrechnen konnten und das sieht ja auch alles ganz nett aus, aber ich meine, die Geschwindigkeit hier unten hätten wir ja auch schon vorher berechnen können, indem wir unsere ganz normalen anderen Formeln hergenommen hätten, die wir vorher auch schon kannten. Also, das ist ja nur kein Kunststück gewesen, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber ich zeige dir mal eine andere Situation und ich denke, dann bist du hoffentlich auch ein bisschen beeindruckt, dass das so einfach ist. Also nehmen wir doch mal an, wir haben hier oben den gleichen Block wieder. Der wiegt auch wieder 1 Kilogramm. Und der ist auch wieder von hier bis hier unten sind das auch wieder genau 100 Meter. So, oh, 100 Meter natürlich nur mit einem M, aber noch eine Angel 0 dahinter. Na warte, ich mach's nochmal weg, damit es ordentlich aussieht. So, also wir sind immer noch 100 Meter direkt über dem Boden. 100 Meter. Das heißt, unsere potenzielle Energie hier oben ist genauso groß wie eben. Ich rechne sie mal nicht nochmal aus. E-Pot ist gleich 980 Joule. So, jetzt machen wir das Folgende. Oder jetzt passiert was, wenn wir den jetzt fallen lassen, dann fällt er diesmal leider nicht gerade runter, sondern diesmal fällt er hier auf so eine Eisoberfläche, die vielleicht so aussieht. So. Und hier unten geht es dann gerade weiter. Hier unten ist die Nullebene. Also hier unten sind 0 Meter. Versuche mal eine gerade Linie noch hinzuzeichnen. Also hier unten sind dann. Hier sind dann so 0 Meter. So, und ich stelle jetzt die gleiche Frage. Wie groß ist seine Geschwindigkeit, wenn der Klotz jetzt hier unten ankommt? Also wenn er hier unten ist,
Dann wird er eine gewisse Geschwindigkeit haben. Wir haben es ja aus Eis gemacht, also wir vernachlässigen wieder die Reibung. Wie schnell wird er sein, wenn er hier unten ankommt? Ich gebe dir kurz eine Sekunde zum drüber nachdenken. Wir wissen ja, oder andersrum, wir können es ja mal versuchen, einfach ohne Energie zu lösen, sondern einfach nur mit dem, was wir vorher schon alles gewusst haben. Und du siehst schon, das würde ziemlich schwer werden, weil wir dafür, also wenn wir schon Analysis gehabt hätten, dann könntest du hier vielleicht irgendwie, also der Winkel ändert sich ja hier ständig von dieser Linie hier, also wir kennen nicht mal die Funktion, wie sich diese Linie hier beschreiben lassen würde. Also das wäre nahezu unmögliches Problem. Wir könnten das gar nicht lösen wahrscheinlich. Aber mit dem Energieerhaltungssatz ist es enorm einfach. Wir wissen, dass die potenzielle Energie hier oben 980 Joule ist. Das heißt, wenn hier unten 0 ist, ich schreibe es vielleicht nochmal sicherheitshalber hin, also hier unten sind 0 Meter, dann wissen wir, alle potenzielle Energie ist, bis wir hier unten angekommen sind, in kinetische Energie umgewandelt worden. Also ist die kinetische Energie hier unten 980 Joule. 980 Joule. Und damit ist die Geschwindigkeit hier unten halt auch genauso groß, wie wir es eben gerade ausgerechnet haben. Weil wir ja auch, wie gesagt, keine Reibung haben. Und ich finde, das ist schon eigentlich ziemlich, ziemlich mächtiges Werkzeug. Aber wahrscheinlich habe ich dich immer noch nicht überzeugt. Also machen wir noch das Folgende. Gucken wir uns das doch mal an. Das Mächtigste ist vielleicht sogar, wenn wir es uns nicht hier unten angucken, das war vielleicht noch recht offensichtlich, aber was passiert denn, wenn der Block, sagen wir mal, hier ist, ja, ist jetzt hier direkt in der Mitte. Ist jetzt genau hier angekommen, hat ein bisschen seine Form geändert, als er hier runtergeschlittert ist. Und wir nehmen mal an, er will jetzt hier auf einer Höhe von, ja wie gesagt, das ist ungefähr die Hälfte von der Rampe, also sagen wir mal, es sind 50 Meter. Wie schnell ist er, wenn wir ihn hier oben fallen lassen und der Block hier runterrutscht und hier genau auf der Höhe von 50 Metern ist? Wie schnell ist er da? Naja, das ist ziemlich einfach sogar. Wir wissen, ich schreibe es mal hier unten hin, also die kinetische Energie am Anfang, ich mache mal ein A dran, plus die potenzielle Energie am Anfang, ist ja genauso groß wie die kinetische Energie am Ende. Plus die potenzielle Energie am Ende. Und mit am Ende meine ich natürlich einfach das Ende von der Bewegung, das wir uns gerade angucken. Potenzielle Energie am Ende. Die kinetische Energie am Anfang, wenn wir hier oben sind, ist 0. Also die können wir schon mal rausnehmen. Und darauf addieren wir ja unsere potenzielle Energie vom Anfang. Und die war 980. 980 Joule. So, und jetzt wissen wir, die kinetische Energie, wenn wir uns hier befinden, oder fangen wir zuerst mit der potenziellen an. Die potenzielle Energie, wenn wir uns hier befinden, ist ja die Masse des Objekts, also 1 Kilogramm, mal die Höhe, 50 Meter, mal die Fallbeschleunigung. 9,8. Na, manchmal will mein Stift hier nicht. 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Und die kinetische Energie, die können wir auch berechnen. Ich nehme mal, was hatten wir noch nicht? Nehmen wir mal rot. Und die kinetische Energie, die können wir berechnen mit 1,5 mal die Masse. Da können wir gleich hinschauen eigentlich. Mal 1 Kilogramm. Mal die Geschwindigkeit. Und die kennen wir nicht, aber die können wir ja jetzt rauskriegen. Wir können ja einfach das Ganze, was wir jetzt hier haben, also den Term hier links können wir schon mal ausrechnen. Das, was ich alles in Gelb hingeschrieben habe. Ich scroll mal nochmal ein kleines bisschen runter. Also was wir in Gelb da stehen haben. Das ist ja, die 1 können wir einfach wegfallen lassen. Also das sind 50 mal 9,8. 50 mal 9,8 sind 490. Das sind also 490 Joule plus 1,5 mal 1. Das lasse ich mal, naja, schreib's mal mit hin. 1,5 mal, damit wir die Einheit hier nicht verlieren, mal V. Und links haben wir immer noch stehen 980 Joule. Das heißt, wir ziehen einfach von den 980 Joule die hier noch ab. Also 980 minus 490, das sind natürlich auch 490 dann. Also wir ziehen jetzt hier minus 490 Joule. Dann haben wir hier links noch 490 Joule stehen. Und wir rechnen am besten auch gleich nochmal 2, dann sparen wir uns einen Schritt. Wir rechnen noch mal 2 und teilen noch durch die Masse. Also haben wir stehen 980 Joule ist gleich Geschwindigkeit. Das ist natürlich keine, ich
Vorhin habe ich mich schon gewundert. Das ist natürlich nicht die Geschwindigkeit. Wir haben hier erstmal noch das Quadrat vergessen. So, viel wichtiger, wenn wir jetzt hier, wir haben ja schon einmal durch Kilogramm geteilt, das heißt, hier drüben steht natürlich nur noch Meter Quadrat durch Sekunde zum Quadrat. Ist gleich die Geschwindigkeit zum Quadrat. So, und jetzt macht die ganze Formel hier auch wieder Sinn. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr verwirrt. Also ich habe nur hier oben noch die Quadrate rangemacht, weil die hatte ich vergessen. Und wenn wir hier durch, also wenn wir hier noch mal 2 rechnen, minus 490 mal 2, mal 2 und geteilt durch ein Kilogramm, dann müssen wir natürlich das Kilogramm auch hier aus der Einheit mit rausnehmen. Also wissen wir, dass die Geschwindigkeit, wenn wir da auf der Hälfte angekommen sind, die Wurzel aus 980 ist. Und die Wurzel aus 980 ist 31,3. Machen wir 31,3. 31,3 Meter pro Sekunde. Und das finde ich ist jetzt schon ziemlich mächtig gewesen, dass wir das rausgekriegt haben. Weil, das wäre, also wie gesagt, anders hätten wir es wahrscheinlich nie lösen können, wenn wir uns jetzt hier irgendwie jedes Mal die Steigung an all den Punkten angucken müssten und hätten gucken müssen, wie gesagt, wir hätten nicht mal die Linie beschreiben können hier und so konnten wir einfach nur gucken, okay, die potenzielle Energie hier oben ist 980, auf der Hälfte ist sie dann nur noch halb so groß, dafür ist die andere Hälfte in kinetische Energie umgewandelt worden und dann können wir halt einfach auf die Geschwindigkeit schließen und ich finde, das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool, dass das so einfach ist. Naja, mal gucken, was wir damit noch so alles anstellen können.